Hallo Schalker. Ja, hallo Schalker, liebe Kia Autofreunde. Hallo Abi. Hallo Dennis. Der nächste Abi Autotalk steht an. Ich freue mich. Ich mir auch. Die Wolfsburger kommen heute Abend. In den letzten Wochen haben wir ja ein paar positive Effekte gesehen. Positive Veränderungen in der Mannschaft. Allerdings, wie der Klaus Fischer das bei euch schon im Legenden-Talk bemerkt hatte, die Ein-Punkte-Strategie bringt uns in unserer Situation jetzt ja nicht wirklich viel weiter. Was meinst du, wie können wir denn den Wolfsburgern jetzt endlich die drei Punkte abjagen und dann zu Hause? Ja, das ist jetzt hier, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil Wolfsburg eine sehr gute Mannschaft hat, das muss man einfach sagen, weil die auch gute Außenstürmer haben. Also da müssen wir als Erster ganz groß drauf aufpassen. Unter anderem, Dennis, muss ich sagen, es nutzt wirklich nichts, wenn wir Punkt auf Punkt holen. Wir kommen nicht weiter, weil die anderen Mannschaften werden dann auch mal wieder einen Dreier machen und dann hängen wir wieder hinten dran, das weißt du. In der gleichen Situation. Also wir haben jetzt zweimal sehr gut gespielt, wir standen auch zweimal sehr gut gegen Köln und in Gladbach. Gladbach mussten wir gewinnen, da kannst du dich auf den Kopf stellen, also da mussten wir gewinnen. Und ich bin auch nicht der Meinung, wie vielleicht andere, ich bin der Meinung, dass Salazar spielen muss. Egal wie lange er spielt, aber er muss von Anfang an spielen. Er muss das Spiel von Anfang an mitmachen. Es ist sehr schwierig, ich war selber Fußballer. Ich weiß, wie schwer das ist, reinzukommen und dann auf 100% zu gehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen glaube ich, dass wir Salazar von Anfang an spielen lassen müssen. Klar muss man dann was ändern in der Mannschaft, aber dafür haben wir ja einen Trainer. Ja, okay, das ist die Strategie, sage ich ganz ehrlich, Salazar, dass der nicht von Anfang an spielt. Ich glaube, das versteht auch keiner von uns. Ich hoffe, dass der Thorsten Reis uns hier auch jetzt mal zuhört und die Mannschaft dann so aufstellt. Willst du noch einen Ergebnistipp abgeben? Nee, ich will einfach nur sagen, dass wir aggressiv zu Hause spielen müssen. Wir stehen ja verhältnismäßig gut, aber wir müssen nach vorne mehr machen. Wir müssen unsere Torchancen ausnutzen, die wir kriegen, eventuell. Zu Hause kriegen wir immer ein paar mehr als auswärts. Und du darfst nicht vergessen, Dennis, wir brauchen Punkte. Es nutzt uns alle nichts, wenn wir immer nur einen Punkt holen. Der eine Punkt ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Egal, wie auch immer, wir kommen nicht näher ran. Stell dir mal vor, wir hätten die beiden Spiele gewonnen, wo wir dann gestanden wären. Ja, dann würden wir jetzt, glaube ich, ganz woanders. Würden wir auch ganz anders reden. Ganz anders reden, da gebe ich dir recht, Ja, also das Wetter ist ja schon mal gut. Königsblauer Himmel, wird mein Opa sagen. Kaiserwetter zu pölen, ist das genau das Richtige. Dann wünsche ich uns beiden heute Abend. Ja, wenn wir so spielen wir, wie der Kia fährt. Ja, das muss ich dir auch sagen. Sag ich dir ganz ehrlich, würden wir deutscher Meister werden. Ja, hör mal, dein Wort in Gottes Ohr. Ja, dann lass uns mal weiter mit dem Kia durch die Gegend reisen und das Spiel weiterhin beurteilen. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Auf jeden Fall drei Punkte gegen Wolfsburg. Ist ein Muss. Ja, Jungs, nehmt die Beine in die Hand und bringt uns drei Punkte nach Hause. Glück auf. Glück auf. Nur der S04. Das war wieder gut.